Dieses Video ist in Kooperation mit Sony Pictures entstanden. Bleibt dran, denn es gibt tolle Preise zu gewinnen. Wendy 2, Freundschaft für immer, ist so ein cooler, liebevoller Film. Und vor allem die Freundschaftsszenen sind sowas von süß. Gell, Claudi? Hey! Apropos süß, Lotta, schau mal, Omi hat für uns lecker Marmelade gekocht. Ich liebe Marmelade, die ist genauso süß wie unsere Freundschaft. Ja genau, liebe Lotta. Süß wie unsere Freundschaft, rot wie die Liebe. Und ups, wenn da mal was auf die Kleidung geht, kann man das nur schwer vom Kleidungsstück trennen. Unzertrennlich, wie unsere Freundschaft, gell, Tobi? Ja, genau, liebe Lotta, unzertrennlich wie Marmelade. Ich meine, wie unsere Freundschaft. Apropos Freundschaft, da habe ich Strickgarn. Und hey, ich habe eine Idee. Im Namen unserer Freundschaft werde ich euch da draußen zeigen, wie man ganz einfach Freundschaftsbändchen selber knüpfen kann. Für die selbstgemachten Freundschaftsbändchen braucht ihr, nee, keine Marmelade, die esse ich später. Ihr braucht Strickgarn in zwei eurer Lieblingsfarben. Die dritte Farbe wird untergehen, die sieht man später gar nicht. Ich habe mich für Gelb und Rosa entschieden. Dann braucht ihr eine Schere, Washi-Tapes oder Klebeband und Charms-Anhänger. Das braucht ihr nicht zwingend, also falls ihr keine Charms-Anhänger habt, spielt das auch überhaupt keine Rolle. Die Freundschaftsbändchen kann man auch so ohne Charms-Anhänger basteln. Na dann würde ich sagen, seid ihr bereit? Ja, klar. Na dann legen wir los. Als erstes messt ihr die Fäden ab. Falls ihr ein langes Freundschaftsbändchen haben wollt, dann nehmt ihr 70 bis 80 cm und falls ihr ein kürzeres Freundschaftsbändchen haben wollt, genügen ca. 50 cm. Dann nehmt ihr den Faden bzw. die Farbe raus, die ihr später nicht sehen wollt, und knickt sie einmal zur Mitte, so dass oben eine Schlaufe entsteht. Die anderen beiden Fäden, also in meinem Fall den gelben und den rosaroten, legt ihr einmal über den Faden, den ihr später nicht sehen wollt, also in meinem Fall über den violetten Faden, und knotet das Ganze oben richtig fest zu. Mit der Schere könnt ihr dann den rosaroten und den gelben Faden abschneiden und die Schlaufe müsst ihr so belassen, denn die könnt ihr später einsetzen, um das Freundschaftsbändchen zuzuknoten. Dann klebt ihr die Fäden oder die Schlaufe an eurer Tischplatte fest. Das könnt ihr mit Kleber oder Washi-Tapes machen, Hauptsache ihr könnt das später dann wieder entfernen. Jetzt solltet ihr insgesamt 4 Fäden haben, 2 in einer Farbe und 2 in unterschiedlichen Farben. Ihr nehmt dann die beiden unterschiedlichen Farben, trennt sie und legt die eine Farbe rechts und die andere Farbe links. Die Farbe, die man später nicht sieht, sollte in der Mitte sein. Also so, in meinem Fall ist das Gelb links, Rosa rechts und Violett in der Mitte. Nehmt den rechten Faden und legt ihn einmal über beiden anderen Fäden über die Mitte, sodass es eine halbe Schlaufe oder einen halben Kreis ergibt. Steckt das eine Ende durch den Kreis hindurch und zieht dann die soeben entstandene Schlaufe oder den Knoten nach oben. Denselben Schritt wiederholt ihr dann mit dem gegenüberliegenden Faden, also mit dem linken Faden. Legt ihn einmal über beide anderen Fäden zur Mitte, sodass dann einen halben Kreis entsteht und zieht dann das eine Ende des Fadens durch den halben Kreis hindurch und den Knoten könnt ihr dann nach oben ziehen. Ist es euch zu schnell gegangen? Okay, hier nochmals im Schneckentempo. Nehmt den rechten Faden, legt ihn über beide anderen Fäden, sodass eine halbe Schlaufe entsteht und zieht den Knoten nach oben. Nicht schlafen. Moment mal, ich muss ja weiter basteln. Nee, Spaß beiseite. Das braucht eine Weile, aber irgendwann habt ihr den Dreh raus und dann geht's viel, viel schneller voran. Und ihr könnt ja das Video jederzeit stoppen, falls es euch viel zu schnell gegangen ist und die Anleitung Schritt für Schritt befolgen. Wenn ihr circa die Hälfte des Armbandes geknüpft habt, könnt ihr an dieser Stelle nach Lust und Laune einen Charmanhänger einfädeln. Fädelt euren Charmanhänger einfach ein und knüpft das Armbändchen wie gewohnt weiter. Falls ihr gar keine Charms-Anhänger zu Hause habt, dann spielt das auch keine Rolle. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, selbst einen basteln oder diesen Schritt einfach weglassen.
Sagt mal, habt ihr eigentlich auch einen besten Freund oder eine beste Freundin und teilt ihr auch ein gemeinsames Hobby, wie beispielsweise das Reiten oder ein Instrument spielen oder Sport? Schreibt mir das mal in die Kommentare, ich bin mega gespannt. Wenn ihr die gewünschte Länge erreicht oder die Fäden aufgebraucht habt, dann könnt ihr einen großen Knoten machen, die überstehenden Fäden mit der Schere abschneiden und wenn ihr wollt, dann könnt ihr einen Charmanhänger mit einem großen Loch einfädeln. Schaut mal, das habe ich vorhin gemeint. Ich habe ja eben einen Charmsanhänger, der durch das Freundschaftsbändchen passt und da steht sogar Best Friends, also beste Freunde. Tolle Idee, oder? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Kanal gratis abonniert. So verpasst ihr dann auch keine Bastelvideos mehr. Aber bleibt bis zum Schluss dran, denn am Schluss gibt's noch etwas zum Film Wendy 2 Freundschaft für immer. Lotta, schau mal, dieses Freundschaftsbändchen ist für dich und steht im Namen unserer ewigen Freundschaft. Wow, wie süß das Freundschaftsbändchen geworden ist. Süß wie Omis Marmelade. Nee, Lotta, auch ich hab dich total gern und es ist echt schön, wenn man wahre Freunde haben kann, die mit einem durch dick und dünn gehen und vor allem mit denen man ganz viel Spaß haben kann. Zubi, komm, lass dich mal drücken. Ja, ja, liebe Lotta, wir können uns dann später noch drücken. Liebe Bastelfreunde, falls ihr dieses Freundschaftsbändchen nachgemacht habt, dann könnt ihr mir gerne ein Foto auf Instagram schicken oder ihr schickt mir das auch direkt per Fanpost. Weitere Details findet ihr in der Infobox. Falls euch diese Bastelidee gut gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Es ist ja gratis und somit verpasst ihr auch keine Videos mehr von Tobi Lotta. Na dann würde ich sagen, ich freue mich auf euch auf das nächste Mal. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, denn hier wird ganz viel gebastelt. Na dann, Lotta, sagen wir tschüss. Tschüss, liebe Bastelfreunde. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss, liebe Bastelfreunde. Bis bald. Und ich gehe jetzt Omis Marmelade essen. Endlich. Und jetzt aufgepasst, es gibt noch etwas zu gewinnen. Ein T-Shirt, ein Freundebuch und ein Rucksack des neuen Films Wendy 2 Freundschaft für immer. Was genau stand auf dem Anhänger, welches ich für dieses DIY benutzt habe? Schreib mir die Lösung jetzt unterhalb dieses Videos in die Kommentare und mit ein wenig Glück kannst du ein Fanpaket von Wendy 2 Freundschaft für immer gewinnen. Weitere Informationen zur Verlosung gibt es in der Infobox. Sie sind endlich zurück im buntesten Abenteuer aller Zeiten. Voll lecker, Oma. Neue Freunde. Penelope, das ist Dixie. Ihr werdet sicher schnell Freunde. Alte Feinde. Jetzt müssen wir alles abreißen. Du kriegst den Hof nicht. Große Gefühle. Ich trainiere dafür das Turnier. 2000 Euro Preisgeld. Versuch es. Und noch größere Herausforderungen. Warum machst du das? Dass so ein Pferd wieder Vertrauen fasst, das ist nicht einfach. Jetzt müssen Wendy und ihre Freunde beweisen, dass Vertrauen Wunder bewirken kann. Ich brauch dich jetzt. Wendy 2 – Freundschaft für immer. Im Kino.